Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Viele von euch werden sicher durch die Medien, durch das Internet, durch andere YouTuber oder auch durch Freunde und Bekannte schon einmal von dem sogenannten Brummton-Phänomen oder auch Yum bzw. Taos-Yum gehört haben. Dabei handelt es sich um Töne in niedriger Frequenz, die beinahe auf der ganzen Welt von einzelnen Personen oder auch von Personengruppen wahrgenommen werden. Beschrieben wird es als ein Geräusch in weiter Ferne, das dem Geräusch eines Dieselmotors ähneln soll. Weniger häufige Beschreibungen sprechen auch davon, dass Yum wie ein riesiger Generator in sehr weiter Entfernung klingt. Interessant daran ist, dass dem Taos-Yum zumeist keine natürliche Quelle zugeordnet werden konnte. Sprich, in den allermeisten Fällen handelt es sich dabei nicht um ein wirkliches Fahrzeug oder eine Baustelle. Das Geräusch schien also immer einer unbekannten Quelle zu entstammen. Doch was ist an den Geräuschen dran? Gibt es das Brummton-Phänomen wirklich? Um dazu wirklich etwas sagen zu können, so dies überhaupt möglich ist, schauen wir uns erstmal an, wo und wann die Yum-Geräusche erstmals gehört wurden. Entgegen der langläufigen Meinung, dass Taos-Yum erstmals in New Mexico aufgetreten wäre, scheint der wirkliche Ursprung in Großbritannien zu liegen. Denn dort gab es in den 1950er Jahren zuerst vereinzelte, später stark vermehrte Berichte und Aussagen über ein seltsames und sehr eindringliches Brummgeräusch, das aus weiter Entfernung stammen soll. Andere berichteten zu dieser Zeit, dass das Geräusch dem Anschein nach von tief unter der Erde kommt. Die Aussagen damals sprachen davon, dass das Geräusch einem großen Bohrer oder aber einem riesigen Generator ähnle, der ausschließlich in der Nacht betrieben wird. Diese Aussagen häuften sich im Großbritannien der 50er Jahre dermaßen, dass auch die Medien darauf aufmerksam wurden und vermehrt über die seltsamen Brummtöne berichteten. Danach wurde es erstmal still um das Brummton-Phänomen. Doch dann, 1989, sollten die Brummtöne wieder auftauchen. Und zwar in der Stadt Taos in New Mexico. Mehrere Bewohner der Stadt berichteten, dass sie das seltsame Brummen über mehrere Nächte gehört hätten, wobei gehört untertrieben scheint. Es hielt sie wach und brachte sie beinahe um den Verstand. Beinahe alle Betroffenen berichteten, dass das Brummen wie ein sehr weit entfernter LKW-Dieselmotor oder ein defekter Kühlschrank klang. Die US-Regierung gab daraufhin in Auftrag, das Phänomen wissenschaftlich zu untersuchen. Resultat: Mindestens 2% der Bevölkerung hatten das Brummen gehört. Die Untersuchungen ergaben, dass weder Umweltlärm noch elektromagnetische Wellen dafür verantwortlich gewesen sein konnten. Der Ursprung der Brummtöne, die seitdem den Namen Taos-Yum tragen, konnte nicht geklärt werden. Auch in Deutschland taucht Taos-Yum seit etwa dem Jahr 2000 immer häufiger auf. Das ging so weit, dass es heute einen Verein gibt, bei dem sich Betroffene melden können. Am 2. Mai 2001 veranlasste das Umweltministerium von Baden-Württemberg eine spezielle Messung an 13 verschiedenen Standorten, wo Taos-Yum vermehrt wahrgenommen wurde. Dabei konnte keine gemeinsame Ursache gefunden werden. Interessant ist, dass viele Betroffene von starken Einschränkungen durch Taos-Yum sprechen. So kam es bei manchen deshalb zu Schlafstörungen, Druck auf den Ohren, starken Kopfschmerzen und sogar Nasen- und Ohrenbluten. Andere Betroffene wiederum berichten davon, dass sie Taos-Yum zwar regelmäßig hören, aber dadurch keine negativen Folgen davontragen würden. Forscher haben versucht, die Töne nachzuspielen, indem sie die häufigsten Aussagen über den Klang miteinander vermischten. Das Ergebnis davon spiele ich euch an dieser Stelle einmal ab. So ungefähr klingt Taos-Yum wahrscheinlich für die Betroffenen. Thank you.
Ich möchte hier anmerken, dass Taosium zumeist von Menschen gehört wird, die über 50 Jahre alt sind. Aber nicht ausschließlich. Es mehren sich Berichte darüber, dass auch Leute ab 20 Jahren Yum bereits wenigstens einmal gehört haben. Da Taosium durchaus sehr ernst genommen wird, da es so viele Menschen unabhängig voneinander bereits gehört haben, kann man sagen, dass es als ziemlich sicher gilt, dass es wirklich existiert. Doch was ist das Brummtonphänomen? An Erklärungsversuchen mangelt es auf jeden Fall nicht, weder von wissenschaftlicher Seite noch von Seiten von Parapsychologen, Esoterikern, UFO-Jägern und religiösen Gemeinschaften. Ein Tinnitus, eine kurzzeitig extrem gute Hörfähigkeit, elektromagnetische Felder, Bodenerosion, ein unterirdisches Volk bzw. Lebewesen, die unter der Erde leben, verlorene Seelen, die nicht ins Jenseits kommen, geheime Tunnelbauaktivitäten, geheime Experimente an der menschlichen Psyche, eine Alienbasis oder die leibhaftige Hölle. Und wie es so oft ist, kann keine dieser Theorien weder belegt noch widerlegt werden, weshalb man zusammenfassend sagen kann, dass Taosium mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich existiert, aber der Ursprung so unklar ist, dass man nur hoffen kann, dass es nichts Schlimmeres ist. Was ist mit euch? Hat jemand von euch schon mal diese seltsamen Brummgeräusche gehört? Schreibt es gern in die Kommentare. Und das war mein Video über das Brummtonphänomen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.